Hallo ihr Lieben, ich möchte mein neues Spielzeug präsentieren. Habe ich mal neulich gekauft. Ein super geiles Ding. Ein geiles Ding von Abba. Also, das ist automatisch eine Lichtmaschine. Man kann den Motor starten, auf Test drücken und sagt er okay, war der Fehler. Jetzt zeigt die Volt an, jetzt tue ich dann Strom anschließen. So, der Strom ist da. Batterietyp AGM, Gel oder Standard, 12 Volt. Dann gehe ich auf Ampere, wie viel Ampere ich machen will oder automatisch. Ja. Zum Beispiel. Dann, das ist Laden voll. Bla bla bla. Also, der tut richtig gut laden, schnell. Hier zum Beispiel Starthilfe, 100 Ampere. Wenn ich den wähle, falls das Auto nicht anspringt, dann macht er mit 100 Ampere richtig Saft rein. Ja. Dann kann ich mein Auto starten. Da brauche ich nicht zweiten Auto. Hier Kontrast 13,6 Volt. Wenn ich auf Kontrast gehe, dann hat er Dauerstrom. Dann hat er hier Dauerstrom an diese beiden Klemmen. Ja, ich kann irgendwas, zum Beispiel irgendwas mal starten, kleinen Motor testen, ob der läuft oder nicht. Lampen prüfen oder was weiß ich, ne, was man so alles prüfen kann. Also mit Dauerstrom wird Batterie nicht geladen. Das ist, wir müssen auf 12 Volt und Ampere suchen. Sagen wir so. Dann starte ich. Start, zack, dann fängt er an zu laden gleich. Dann geht es gleich hoch. So, der beginnt zu laden. Der hat so an der Seite noch einen Ventilator zum Abkühlen. Also super praktisch. Hier oben Volt Display kann ich auf A Ampere, wie viel Ampere er hat, ne? Und Prozent, wie also die Batterie schon vollgeladen ist. Also ich habe 50% Ladung meine Batterie. Ja, ist Entzündung eingeschaltet gewesen. Ja, wenn ich mal was am Auto lange Zeit machen muss, dann mache ich auf 22 Ampere. Dann kann es schön aufladen. Da läuft der Ventilator an. Schöne dickere Kabels, ja. Also, das Gerät kostet so 110 Euro, von 110 bis 150. Kommt drauf an, wo man das kauft. Batterie-Werkstatt-Ladegerät. Digital. 20 Ampere. Also, ich finde das ganz gut. Das ist jetzt mein neues Baby. Weil ich habe andere Ladegeräte, hat nicht so viel Power gehabt. Und wenn ich am Auto was lange repariere, Fehler suche, da ich meine Zündung anhab und ich muss Fehler suchen beim eingeschalteten Zündung, der andere Ladegerät packt das einfach nicht. Ne? Dann kommt die Meldung, Batterie ist zu schwach und so weiter, dann schaltet die Zündung aus. Also mit dem bin ich ganz zufrieden. Ne? Dann stoppen, aus.